Warum Ginny Weasley nicht in Gryffindor, sondern in Slytherin hätte landen können und auch sollen. Das und mehr jetzt in diesem Video. Bevor das Video startet, tut mir doch bitte den Gefallen und abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar für den Algorithmus da, damit ich auch weiter Harry Potter Videos für euch produzieren kann. Ansonsten lasst uns direkt loslegen. Im heutigen Video setzen wir uns mit Ginny Weasley auseinander, dem siebten Weasley-Kind und der einzigen Tochter der Familie. Sie bringt Eigenschaften wie Witz, Beliebtheit, Stärke und Charme mit, und ich bin absolut der Überzeugung, dass sie eigentlich nach Slytherin hätte sortiert werden sollen. Diese Theorie ist nicht von mir, sondern aus dem Internet, wo ich auch mehr oder weniger davon überzeugt wurde. Und jetzt verrate ich euch auch warum. Aber zuallererst möchte ich noch eins klarstellen, und zwar, dass es bei der heutigen Diskussion nicht darum geht, ob Ginny Weasley eher Slytherin-Eigenschaften als Gryffindor-Eigenschaften hat. Das ist gar nicht der Punkt. Vielmehr geht es darum, dass es aus erzählerischer Sicht sehr interessant gewesen wäre, wenn Ginny im Haus Slytherin gelandet wäre. Selbstverständlich zeigt sie auch Eigenschaften, die mit Slytherin in Einklang stehen. Zum Beispiel ist sie heimlich in die Quidditch-Ausrüstung der Familie eingedrungen, ohne dass jemand davon Wind bekommen hat, nur um voranzukommen. Das ist schon ziemlich Slytherin-mäßig, oder nicht? Die Unterteilung in Hogwarts-Häuser ist eine sehr einfache, aber effektive Methode, die Handlung aufzubauen. Die Gryffindors sind die Guten, die Slytherins die Bösen, die Hufflepuffs die Netten und die Ravenclaws die Klugen. Es ist alles sehr übersichtlich und einfach gestaltet. Während der gesamten Handlung beginnen die klar definierten Grenzen zwischen den Häusern allerdings zu verschwimmen. Es gibt Gryffindors mit zweifelhaftem Charakter wie Peter Pettigrew oder solche mit fragwürdigen Motiven wie Percy Weasley. Was mich allerdings ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass wir zwar einen vollkommenen bösen Gryffindor erleben, jedoch nie einen durch und durch guten Slytherin präsentiert bekommen. Ja, und ich verstehe, dass viele Leute bereit sind, Severus Snape zum Beispiel bis zum Ende zu verteidigen. Man argumentiert, dass er seine Gründe hatte, von James Potter schikaniert zu werden, heimlich in Lily Potter verliebt zu sein und schließlich einen entscheidenden Beitrag zur Verhinderung einer großen Tragödie zu leisten. Aber man könnte auch sagen, dass seine Entscheidungen nicht unbedingt aus einer moralischen Integrität herausgetroffen wurden, sondern eher aus persönlichen Gefühlen für jemanden, der seine Liebe leider nicht erwiderte. Darüber hinaus schikanierte er die Kinder der Menschen, die seiner Meinung nach besser behandelt wurden als er selbst. Draco Malfoy zeigt eine ähnliche Entwicklung. Draco und Harry entwickeln im Laufe der Geschichte eine Art von respektvoller Spannung. Obwohl Draco während eines Großteils der Saga problematisch bleibt, glaube ich, dass es eine Chance für seine Weiterentwicklung gegeben hätte. Er ist in diesen Jahren noch ein Jugendlicher und stark von den Überzeugungen seiner Familie beeinflusst. Stell dir mal eine Szene während der Schlacht von Hogwarts beispielsweise vor, in der Harry in einer schwierigen Lage ist und Draco unerwartet auftaucht, um ihm zur Seite zu stehen. Wie beeindruckend wäre es, wenn Draco Harry mit einem Zauber beim Kampf unterstützen würde? In meinen Augen wäre eine solche Wendung für Draco durchaus möglich und würde seinen Charakter in einem anderen Licht erscheinen lassen. Dazu gibt es auch andere sympathischere Slytherin-Charaktere, wie zum Beispiel Horace Slughorn. Letztendlich zeigt sich Slughorn als ein eher harmloser Charakter, der auf Dumbledores Seite steht. Das ändert jedoch nichts daran, dass er gern seine Favoriten auswählt, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Und ja, er bringt auch einige Slytherin-Schüler zur Schlacht von Hogwarts, nachdem Harry wieder auferstanden ist. Dann gibt es noch als Beispiel Regulus Black, der im Fandom durchaus beliebt ist und sich schließlich gegen Voldemort stellt. Trotz dieser Beispiele gibt es keinen Slytherin, der als durchweg positiv dargestellt wird, was meiner Meinung nach eine vertane Chance irgendwie ist. Das führt mich zu Ginny Weasley, die, wie ich finde, eine spannende Kandidatin für das Haus Slytherin gewesen wäre. Ihre Eigenschaften wie Entschlossenheit und Ehrgeiz passen sehr gut zu den Merkmalen von Slytherin. Ihre Zugehörigkeit zu diesem Haus hätte der Geschichte eine interessante Wendung geben können und gezeigt, dass Slytherin nicht gleichbedeutend mit böse ist. Das Aufwachsen mit Fred und George hat Ginny gelehrt, dass fast alles machbar ist, wenn man den Mut dazu hat. Diese Denkweise ist ein Ausdruck von Ehrgeiz und einer Eigenschaft, die auch gut zu Slytherin passen würde. Sie ist es, die vorschlägt, Umbridges Kamin zu nutzen, um mit Sirius zu kommunizieren. Und sie ist eine ausgezeichnete Spielerin im Quidditch-Team. Sie meistert den Druck, den ihr Bruder Ron nicht bewältigen kann, und nimmt sogar das Risiko auf sich, eine Beziehung mit dem Auserwählten einzugehen. Aber der Fokus dieses Videos ist nicht darauf, ob Ginny spezifische Slytherin-Merkmale aufweist, obwohl das Argument eher schwach wäre, wenn sie keine hätte. Die interessantere Frage ist aber, wie würde ihre Zugehörigkeit zu Slytherin die Geschichte verändern?
Man könnte argumentieren, dass ihr Eintritt in Slytherin sie zu einer noch plausibleren Kandidatin für die Erben von Slytherin gemacht hätte, besonders wenn man bedenkt, dass sie bereits in der Kammer des Schreckens eine sehr wichtige Rolle spielte. Obwohl Ginny die erste Person in ihrer neunköpfigen Familie wäre, die nicht in Gryffindor einsortiert wird, bezweifle ich, dass sie die Kammer des Schreckens öffnen würde. Sie wäre in Slytherin gelandet, einem Haus, das die Weasleys generell nicht so sehr schätzen. Ron beispielsweise antwortet auf Harrys Frage, in welchem Haus seine Geschwister gekommen sind, sofort mit Gryffindor. Sowohl seine Mutter als auch sein Vater waren ebenfalls dort. Die Erwartungshaltung ist also klar. Und es wäre eine Herausforderung für die Familie, wenn Ginny in einem anderen Haus landen würde. Ravenclaw wären vielleicht noch akzeptabel irgendwie, aber Slytherin? Das könnte für ziemlich viel Gesprächsstoff sorgen. Aber könntest du dir vorstellen, was für eine einsame Erfahrung es für sie sein könnte, nach Slytherin einsortiert zu werden? Mit etwa 11 Jahren könnte sie sich von ihrer eigenen Familie entfremdet haben und möglicherweise Schwierigkeiten haben, sich in Slytherin einzufinden, dem Haus, das ihre Familie traditionell nicht so gerne mag. Diese Isolation ist genau das, was später ihr Sohn Albus durchlebt, als er in Slytherin landet. Wer wäre in einer solchen Situation ihr Verbündeter? Die Vorstellung gefällt mir jedoch, dass ihre Eintragungen im Tagebuch vielleicht einen spannenden Handlungstwist ergeben könnten. Vielleicht fängt sie an, Slytherin zu schätzen und ist letztendlich stolz darauf, ein Teil dieses Hauses zu sein. Und um ein Beispiel für einen authentischen Slytherin von Anfang bis Ende zu geben, schau dir Scorpius Malfoy, den Sohn von Draco Malfoy im verwunschenen Kind, doch mal an. Ginny wäre in einer besonderen Position, ähnlich wie Sirius Black, der als einziger aus einer traditionsreichen Slytherin-Familie nach Gryffindor einsortiert wurde. Das schafft eine Verbindung zwischen Harry und Sirius. Beide haben das Gefühl, isoliert und missverstanden zu sein, bis sie nach Hogwarts kommen. Wenn Harry sich mit Sirius identifizieren kann, wäre es schon leicht vorstellbar, dass er auch eine Verbindung zu Ginny spürt. Abgesehen von ihren jeweiligen Familiensituationen, die bei Ginny eigentlich ziemlich positiv sind, führt es uns zurück zu einem Satz von Sirius. Die Welt ist nicht in gute Leute und Todesser unterteilt. Und genau das wäre die Botschaft, wenn Ginny Weasley als positiver Slytherin-Charakter dargestellt werden würde. Das ist eine Ansicht, die ich selbst teilen kann, denn ich bin auch ein Slytherin. Aber die Wahrheit ist, Slytherin bedeutet nicht automatisch böse. Man kann den Kindern jedoch nicht die Schuld dafür geben, dass sie das glauben, denn die Saga selbst bietet sehr wenige Beispiele für durchweg gute Slytherin-Charaktere. Selbst Harry verbringt den Großteil des zweiten Buches in Angst, er könnte eigentlich nach Slytherin gehören, und auch nachdem er den Erben Slytherins und den Basilisken besiegt hat, ändert sich diese Wahrnehmung nicht wirklich. Selbst die Wahl des Zauberstabmaterials könnte als ein Hinweis darauf dienen, wie vielfältig die Mitglieder von Slytherin sein können. Laut Pottermore ist es ein Missverständnis unter denjenigen, die nicht gut in der Zauberstabkunde bewandert sind, zu denken, dass ein bestimmter Zauberstabtyp jemanden automatisch zu den dunklen Künsten hinführt und böse macht. Tatsächlich könnte der Zauberer oder die Hexe, die einen solchen Zauberstab führt, ebenso gut ein starker Verteidiger für andere sein. Ich finde es außerdem sehr spannend, dass Harry einen Zauberstabkern hat, der mit Voldemorts identisch ist, und wie spannend es vielleicht auch gewesen wäre, wenn Ginny einen ähnlichen passenden Zauberstabkern gehabt hätte. Jetzt bin ich aber gespannt auf eure Meinungen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Ginny in Slytherin gewesen sein könnte, oder seid ihr zufrieden mit der Geschichte, wie sie ist? Und das war's auch schon mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Like da und abonniere den Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.